Hallöchen, hier bin ich wieder. Moment, erst Musik hin. Okay, es geht weiter. Bingo, der Tür, na, die Tür entriegelt, juhu. Und hier ist auch ein Item, hoffentlich können wir noch so viel tragen. TM9, was das wohl sein wird, ich hoffe, es ist Erdbeben. Weil in der Cisco können wir auch Erdbeben finden. Es ist Bodycheck. Ja, Bodycheck ist nicht schlecht, also könnten wir eventuell Pikachu beibringen. Mal schauen. Ja, komm, haben wir mal Doppelteam raus. Okay, das hätten wir. Wir sind hier im vierten Stock. Das erkenne ich daran, weil hier der Rocket war, der uns, gegen den wir gekämpft haben, wo wir den Türöffner geholt haben. Unsere neueste Entwicklung ist ein Ball, der alles fängt. Das ist der Meisterball. Oh yeah, lauter solche Aktien. Aktien ist gut. Ein Report über Pokémon. Vier Pokémon entwickeln sich nur beim Tausch über Linkkabel weiter. Diese Pokémon sind Mashok, Alpollo, Kadabra und Mashok. Ja, ne, Mashok, Moment. Mashok, Alpollo, Kadabra und was ist denn das Fette? Ne, das Fette liegt auf der Zunge. Also gut, ich gehe nochmal durch. Also Mashok, Alpollo, Kadabra. Ah, und Georock, genau. Das sind die vier. Ein Artikel über Pokémon. Polygon. Pokémon Labor zeugt virtuelles Pokémon. Was? Wer hat denn das Kind hereingelassen? Und wer hat dich hereingelassen? Was suchst du überhaupt hier? Bist du hier, um das Team Rocket zu unterhalten? Mit deinem Jonglierkünsten. Naja, ist gut, so abwechselnd mal ein Psycho-Pokémon zu sehen. Server. Gut, dann trainieren wir mal gerne das Glurak und setzen Glurak mal an erste Stelle. Ja, schön, Konfusion. Schön für dich, schön für dich, schön für dich. Bis. Nem, nem, nem. Beißen. Pantimos kommt jetzt. Ui, ui, ui. Ja, lass mal Glurak ran. So, ja, Schlitzer hat mir schon hat mich noch nie enttäuscht. Volltreffer. Oh, besiegt Jungle, ja. Nein, das Kind hat mich besiegt. Oh. Mingo, der Türöffner hat die Türen regelt. So, gibt's noch was, was wir quatschen können? Ein Eindringling mischt dem Rocket auf. Das bist du, oder? Jupp. Wie schnell sich das doch umspricht. Okay, ich glaube, den vierten Stock hätten wir. Ich gehe nochmal kontrollierweise durch. Den haben wir schon, da bin ich mir sicher. Ja, komm, schau mal. Wir haben den vierten Stock gesäubert. Dann gehen wir jetzt mal in den fünften. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ah, du bist schon der zweite. Ich habe deinen Bruder vorhin besiegt. Ah, der war ziemlich scheiße. Hey, ich beleidige nicht meinen Bruder. Aber es stimmt. Halt's Maul, Mashok. Mach ihn fertig. Gut, wär's die zweite Generation, würde ich das nicht einsetzen, aber hier können wir das ruhig machen. Ein Mashok, die Weiterentwicklung. Und das sich zu Machomai entwickelt, wenn man es durch Linkkabel tauscht. Ach, das weiß ich noch. Ich habe noch nie ein Pokémon mit einem Linkkabel getauscht. Oder doch, habe ich sogar schon mal. Was rede ich denn da? Allerdings nicht in der ersten. Ich habe da mit Linkkabel höchstens Pokémon auf der zweiten rüber gesendet und von der zweiten auf der ersten oder beziehungsweise von der ersten auf der zweiten Generation, weil weil ich habe das noch anfangs nie geblickt mit dem Linkkabel. Zum Glück gibt's heute Nintendo DS, die drahtlos sind. Jetzt ist es viel leichter, ein Pokémon zu tauschen. Früher war das ein Riesenaufwand. Naja. Ui, ui, Mine, bitte hilf mir. Wegen was? Wegen der hier? Wegen deiner Freundin, die neben dir steht? Was macht sie denn? Schau ihn dir an, den Feigling!
Uiuiui. Ui, ui. Geht so einfach raus, hier ist der Ausgang, ihr könnt zu jeder Zeit rausgehen. Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte aus der Silpsko abgesehen haben. So, bist du sicher? Naja. Ich sag dazu nix. Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Oh, ist mir jetzt schon aufgefallen, hätte ich nie gedacht. Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Uiuiui, werden die neue Adolf Hitler. Das neue Deutsche Reich. Das vierte Reich. Du magst es nicht, Team Rocket zu widersetzen. Jupp. Warum? Oh, der hat eine Peitsche. Oh, der hat mit seiner Peitsche sind super drauf. Na dann, tu mir immer einfrieren. Okay, geil, Gavin ist weg. Gut, ja, noch ein Zubat, der hat wahrscheinlich Zubat Golbat. Was kann man denn quatschen währenddessen? Oh, ja, reden wir mal über das Gewicht, wenn Schuhe Relaxo draußen ist. Ja, aber Gewicht will ich nicht wissen. Also ich wiege 70 Kilo. Früher war ich ein sau dünn, also früher war ich echt dünn, da war ich, glaube ich, 40 Klasse und wog 30 Kilo nur. Ich weiß nicht, ob es normal ist, aber ich glaube eher nicht. Ja, dann gibt's noch, also mein Bruder, Balzor meine ich, der, keine Ahnung wie viel wiegt, er ist auf jeden Fall schwerer als ich. Er ist auch dicker, muss ich zugeben. Aber nicht fett. Er ist dick, aber nicht fett, sag mal so. Zwischen dick und fett gibt es noch Grenzen. So gut 20, 30 Pfund. Okay, genug gespaßt. Dieser verdammte Präsident. Warum will ausgerechnet mich nach Tixi schicken? Tixi? Wo liegt Tixi? Kenne ich gar nicht. Ich bin zwar ein Länderkunde-Experte, ich kenne über 140 Länder von 180 auf der Welt. Aber ich weiß nicht, wo Tixi ist oder ob es das überhaupt gibt. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, ja. Also, was haltet ihr von Erdkunde? Also, ich liebe Erdkunde. Ich habe Erdkunde immer geliebt. Bin ich aber auch so saugut drin. Ich kann über 140 Länder von 180. Und hier kommt Balzer rein. Servus Balzer, Tobi. Morgen, ja. Ja, mach mit Tür zu, bitte. Ich bin gleich wieder weg, gell? Achso, du bist gleich wieder weg, okay. Okay, dann Magnet. Jo, servus. Ja, Magneton. Also, wir sind beim Länderdings da, ne? Ich könnte aber versuchen, sie auf... Ne, das meine ich nicht. Das wäre euch viel zu nervig. Außerdem wird es bestimmt welche von euch, die Erdkunde hassen. Da bin ich mir sicher. Weil nicht jeder kann Erdkunde leiden, aber ich bin einer von denen, der es mag. Naja, was ist eigentlich euer Lieblingsfach in der Schule? Ich meine, falls ihr noch in die Schule geht oder so. Also meins war Erdkunde und danach Sport. Sport habe ich auch geliebt. Könnt ihr einen Kommentar unter meinem Video schreiben, was euer Lieblingsfach ist? Okay, ja, Smogon. Ja. Okay, was jetzt zur Ordnung an eurem PC? Also mein PC ist gestern noch sehr unordentlich gewesen. Also was Desktop-mäßig da alles auf dem Desktop lag. Unglaublich, die Hälfte davon landete im Papierkorb. Darunter auch Parts, also Let's Play Parts, extra werden wir brauchen, die ich schon vor 2-3 Monaten hochgeladen habe, wie zum Beispiel das Let's Show, also das vorletzte Let's Show. Das habe ich immer noch auf meinem PC gehabt und noch nicht gelöscht. Sie müssen wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silpsko abgesehen haben. Achso, den haben wir schon. Ich glaube, dieses Stockwerk hätten wir. Wenn du ehrlich und rechtschaffen bist, bekämpfst du das Böse. Das stimmt. Ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ich glaube, wir sind gleich im siebten Stock.
Ich bin einer der vielberüchtigten Rocket-Brüder. Hallo, Nummer 3. Team Rocket möchte kämpfen. Team Rocket benutzt Tagasso. So. Ja, wir waren beim Desktop. Ich hatte da noch so Müll wie irgendwelche komischen Bilder. Also nichts, das was ihr denkt, sondern einfach nur Bilder, die ein Scheiß war. Also ich habe dann mit meiner Kamera, habe ich ein paar Bilder gemacht und da habe ich die auf dem Desktop gespeichert, so ganz grob, und da habe ich sie alle aussortiert und gelöscht. Außerdem habe ich noch das Material für Marek Ishtar Good Mission 2 zusammengesäubert. Werde ich auch in einer Woche hochladen. Ja. Hat übrigens auch sehr viele Aufrufe. Danke dafür. Ich glaube, wir haben Schwertanz gerade bekommen. Bin ich mir zu 60% sicher. Okay, und ich hatte recht. Also mein bestes Video, das ich hochgeladen habe, hat 700 Aufrufe. Viele von euch großen YouTubern werden sich jetzt sicherlich den Arsch ablachen, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich bin schon stolz auf die 700 Aufrufe. Wobei mir die Aufrufe nicht wichtig sind. Wichtig ist, dass ihr daran Spaß habt an meinen Videos und und euch brav benimmt und halt keine, also was ich damit sagen will, keine Hater-Kommentare schreibt oder so. Dieses Video ist scheiße und so. Weil das hilft niemandem weiter. Und Hotoclans Schildwurm, what the hell? Ich werde auch irgendwann mal ganz groß sein, also, ja, groß. Je mehr Videos ich mache, desto mehr Zuschauer kriege ich, aber das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache ist für mich, dass es Spaß macht, also mir Spaß macht und dass es euch Spaß macht am Zuschauen. Wie viele Aufrufe ein Video kriegt, ist mir total egal. Oder wie viele Abonnenten oder Thumbs-ups oder Thumbs-down ich habe, ist mir völlig vain. Also ich bin nicht so einer von diesen abonnieren, favorisieren, Daumen hoch und so Typen. Nee, so einer bin ich nicht. Im Gegenteil, ich hasse solche Leute, die einfach nur um Abos betteln. Also kann sein, dass welche von euch dabei sind, aber ich persönlich mag sowas nicht. Weil so, das ist nicht der Sinn von YouTube, immer um Daumen und Favos und so zu bitten. Weil das ist ja sonst Battletube. Battletube. Könnte man ein Spiel draus machen namens Battletube, aber gut. Ja, aber das ist nicht der Sinn dahinter, macht sowas nicht. Oder solche Kommentare wie Daumen hoch, wenn ihr der so und so viele Zuschauer seid oder sowas. Oder so viel Leute sind so und so, ne? Habe ich allerdings auch einmal gemacht, muss ich zugeben, sogar mehrmals habe ich diese einen Kommentar geschrieben. Also solche Kommentare schreibe ich gerne, muss ich zugeben, so und so viele Leute, so und so, aber eigentlich will ich sowas nicht. Also ich will das schon so Spaß schreiben, aber irgendwie kriegen meine irgendwie kriegen immer die Kommentare immer Thumbs-ups, obwohl ich das gar nicht haben will. Ich will einfach nur ein Späßchen machen. Ich glaube, ich sollte damit aufhören, damit, ja. Ich glaube, ja, also falls ihr so einen Kommentar von mir seht, dann könnt ihr den negativ bewerten, ist mir sogar viel rechter, als wenn ihr den Thumbs-up gibt. So, was gibt's noch für für Kommentar, Arten, ah ja, genau, ich habe übrigens im Internet ein geiles Video, Daumen hoch und so, und dann so, ich habe übrigens eine Plattform entdeckt, wo man 100 Euro pro Tag verdienen kann, bla bla bla, alles nur Müll, das ist alles Werbung. Oder, also früher, wo das neue Design noch da war, das neue YouTube-Design, ist sehr gefällt, du wirst mich nicht treffen können. Ach, das werden wir doch sehen. Hey, hallo Gary. Es wäre fatal, wenn Team Rocket die Cisco oder unsere Pokémon übernehmen würde. Wo waren wir? Ach ja, genau, ich hab's gerade vergessen. Team Rocket sind den Meister, mit dem man jedes Pokémon empfangen kann. Davon habe ich schon geredet. Ah ja, genau. Bevor das alte YouTube-Design noch nicht da war, da habe ich den Außenseiter-Channel gesehen. Also, überall Sub-for-Sub-Anfragen, Watch My Channel, was weiß ich. Unglaublich. Ich habe mich gewundert, warum die Außenseiter
die Kommentare nicht ausgeschaltet haben, weil das ist scheiße sowas. Da macht man Werbung einfach nur, ne? Und ja, macht sowas nicht, das ist unnütz. Also, ja, wenn ihr sowas nicht macht, dann müsst ihr euch nicht angesprochen fühlen, aber für die, die es machen, macht es nicht, das ist scheiße. Weil, das ist wie Betteln auf der, in eurer Stadt, ich weiß nicht, in welcher Stadt ihr lebt oder so, aber es ist so, als würdet ihr in der Stadt sein und hinknien und sagen, gib mir einen Daumen hoch oder sowas oder abonnier mich. Das ist genauso. Die Bettler wollen ja auch nur Geld und ihr wollt auch nur Abos. Aber das ist nicht der Sinn dahinter. Weil sein Geld verdient man durch Arbeit. Und wie kriegt man Abos? Durch Arbeit. Feierabend. Ich gehe nach Hause. Also müsst ihr schon arbeiten und nicht betteln. Für, wenn ihr Abos wollt. Ich persönlich arbeite ja auch an meinen Videos. Zwar nicht perfekt, gebe ich zu, aber ich gebe mir Mühe. Und ich habe nur 4 Abonnenten, aber ist mir völlig egal. Mir sind die Abonnenten... Ne, ich habe mittlerweile habe ich schon 6. Aber ist mir egal, mir sind die Abonnenten, wie gesagt, egal. Also, nicht ihr seid mir egal, sondern mir ist die Anzahl egal, sag mal so. Habe ich, glaube ich, schon mal darüber geredet, aber... Naja. Geh nach Hause, bevor mein Boss dich in den Boden stampft. Okay, flieg mal zurück nach Alibastia. Ich glaube, jetzt sind wir gleich im 8. Stock. Gehen wir mal nach unten. Oh, ich bin einer der... Ah, du bist der Letzte von den 4. Okay. Was noch? Was sind noch für Kommentare, die ich gesehen habe? Mir fallen keine anderen mehr ein. Testen wir mal die neue Attacke Schädelwummel. Aber was machen wir denn, Attacke ist? Ich habe auf dem Außenseiter-Channel auch noch solche, ich sage jetzt mal, Spam-Noten gesehen, ja? Also, Spam-Noten. Die haben, immer so, ja, solche englischen Kommentare geschrieben, so, hey, nice Video und so. Nice Video oder, nice Channel oder sowas. Oder... I like you, irgend so ein Anmachzeug geschrieben, ne? Mit so einem Bild von so Brüsten und so, ne? Also wo richtig Titten zu sehen sind. Das sollte, dass der Sinn hinter solchen Kommentaren ist, es soll die Leute anmachen, damit sie auf ihren Profil gehen. Und meistens, ich habe auch ein-, zweimal solche Spam-Noten angeklickt, aber nicht, weil ich es sehr erotisch fand, sondern, weil ich neugierig war, was sie alles hinter ihren Kommentaren verstecken wollen. Und zwar, bei jeder Spam-Note habe ich, einen Link auf ihrem Profil gesehen und keine Videos. Echt keine einzigen Videos. Nur ein fetter Link, der zu einer Pornoseite führt. Und das ist Werbung. So, und was ist Werbung? Spam. Und dieser Spam gehörte gelöscht. War aber nicht. Auf dem Außenseiter-Channel ist alles voller Spam gewesen. Lauter irgend so Dreckszeug. Boah, unglaublich. Ich hatte auch einmal einen Kommentar geschrieben, der nächste, der Sub for Sub anfragt, ist schwul und so. Aber es hat sich niemand dran gehalten, naja. Kann man nicht verhindern, dass die was sowas machen. Nun gut, aber sowas regt mich einfach auf. Weil einfach um Abos betteln, obwohl man nichts macht, das ist Betteln auf in der Innenstadt. Ah, den haben wir übersehen. Endstation bis hierher und nichts weiter. Okay. Irgendwie ist in jedem Bösewichtlager ein Teleporter. In der ersten Generation sind es hier diese Teleporter, die kennst du ja. In der zweiten, da ist einer, glaube ich, in diesem Versteck in Marmonias, ich weiß die Stadt nicht genau. Auf jeden Fall in die mit dem Eisarena-Leiter, wo das Team Rocket sich da versteckt, wo man damit Siegfried die alle befreien muss, da ist. Ein Teleporter, der zurück zum Ausgang führt. Und dann in der dritten, da gibt es glaube ich welche im Aqua, Team Aqua Versteck. In der vierten, da gibt es auch welche in ihren Versteck. Und in der fünften, gibt es glaube ich keine, oder kann es sein? Also gibt es in der fünften gar keine Teleporter. Wobei, doch, müsste doch geben. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es in der fünften Teleporter gibt. Unglaublich, obwohl ich so ein 5. Generation Freak bin.
Ja, okay, ich fische auf. ja, gut. Was kann ich noch sagen? Ach ja, wir mussten bis jetzt noch gar nicht heilen, ist mir aufgefallen. Wir haben jetzt mittlerweile 3, 4, 5 Stockwerke gemacht und haben uns kein einziges Mal geheilt. Unglaublich, wie stark unsere Pokémon mittlerweile sind. Oder wie, gut ich eigentlich kämpfen kann. Oder wie schwach die Gegner sind. Kann ja alles sein. Unser Glork ist vergiftet. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Könnte man mal nicht cheaten, weil es, Glurak noch wenig KP verloren hat. Und mir nicht aufgefallen ist, dass es so, vergiftet ist. Was ich glaube, ich würde, dass es länger Schuh ist. Mist, der Mut hat mich verlassen. Okay, ah ja, jetzt merke ich es erst, unser Pokémon ist vergiftet, lol. Habt ihr wahrscheinlich schon leer bemerkt, aber ich bemerke das erst jetzt, weil ich so viel gequatscht habe, dass es mir gar nicht aufgefallen ist. Naja, kontrollieren wir nochmal eine. Hier ist noch was, was wir noch nicht, ja, den haben wir noch nicht. Hallöchen, du bereitest uns nichts als Ärger. Tja, wie man es nimmt. So, ich freue mich übrigens schon auf die Special Edition von der 5. Also, ich glaube, die wird graue Edition heißen. Aus dem Grund, weil wenn man schwarz und weiß vermischt, ist es ja grau. Und da habe ich das Gefühl, dass Kyurem dann das Titel-Pokémon sein wird, weil Kyurem ist blau, ist grau. Und würde sich ganz gut eignen, weil, ja, Kyurem ist, irgendwie das Special-Pokémon von allen. In der 4. war es Giratina, in der 3. war es Rayquaza und ja, in der 2. gibt es glaube ich keins. Da hatten sie ja eins von den Hunden genommen, also eins von den legendären 3 Hunden, also Raikou, Entei und Suicune. Und in der 3. gibt's, in der 2. gibt's keinen, in der 1. gibt's auch keins. Und ja, also erst haben sie das ab der 3. eingeführt, dieses Special Pokémon. Und dieses Special in der 5. wird Kyurem sein, glaube ich zumindest, aber ich bin mir ziemlich sicher. Bingo! Spiel mal Bingo, genau. Bingo, ich kann mich nicht erinnern, was man sagt, wenn man gewinnt. Bingo! Das ist mein Lieblingsspiel! Ich kann mich nicht erinnern, was man sagt, wenn man gewinnt. Geklaut aus Simpsons. Ich glaube, dieses Stockwerk hätten wir auch. Unglaublich, ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, dieses ganze Gebäude an einem Stück zu machen. Haben wir auch eigentlich nicht. Wir haben ja uns einmal zwischendurch geheilt, aber naja. Gut, dann gehen wir jetzt in das nächste Stockwerk. Gehen wir mal hier lang. Ah, jetzt sind wir bei der Heilstelle. Passt ja. Das ist das Stockwerk, wo die Heilschwester ist. Du siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Gib nicht auf. Okay, ich gebe auf. Hier sind meine ganzen Pokébälle. Und ja, ich gehe dann nach zurück nach Hause. Oh Mann, ich muss mir immer kratzen. Hier juckt's gerade unter meinem Ohr. Weil ich trage mir das Headset auch, richtig rum. Ja gut, setzen wir Glurak mal in erste Stelle, weil Glurak hat das niedrigste Level. Hätte ich nie gedacht, aber es ist so. Ja. Mach dir die Schwachstellen zunutze. Denk auch mal an die Elemente. Ich glaube, diese Stockwerke hätten wir auch sogar schon. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass wir so schnell sind. Kann auch sein, dass es völlig langsam vorankommt, aber mir kommt es schnell vor. Ich glaube, wir sind jetzt im 9. Stock bereits. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Ja gut, wir haben jetzt insgesamt eine gute Stunde dafür gebraucht jetzt. Dann werde ich jetzt in diesem Part noch die ganzen Trainer fertig besiegen und dann... Was ist denn jetzt los? Achso, mein Desktop hat geswitcht, wird. Deswegen hat es gerade so geleckt.
Ich hoffe, das hat jetzt keine Auswirkungen aufs Video. Falls doch, das wäre schon scheiße. Ich glaube, dann mache ich doch eine halbe Stunde fertig. Wir müssen nur noch 5 Minuten. Also falls es leckt und ihr nichts seht, dann wartet noch 5 Minuten. Im nächsten Part wird es dann behoben. Meine Reserven sind erschöpft. Ah ja, hier werden wir TM26 Erdbeben, glaube ich, finden. Willkommen im 9. Stock, es ist nett, dass du mal vorbeischaust. Oh, wir sind im 9. Stock, danke für den Hinweis. Ja, vielleicht schaffe ich es sogar noch in 5 Minuten die paar letzten Rockets zu besiegen. Fliegen. Fliegen ist immer gut. Und angreifen. Und kill. Ich bin geschockt. So, eins von den dreien wird Erdbeben sein. Okay, das erste ist Carbon. Erhöht die Verteidigung. Ein Sonderbonbon. Erhöht ein Level. Das müsste Erdbeben sein. Team 26. Ich weiß auch schon, welches Pokémon wir Erdbeben beibringen. Oh ne, weiß ich nicht. Ist jetzt bloß Gequatsche von mir. Okay, Turtok, Relaxo wäre gar nicht so übel. Relaxo, 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 Relaxo. Glurak lernt später Flammenwurf und Feuersturm können es auch beibringen und Turtok lernt... Ja gut, bringen wir das Relaxo bei. Das wäre, glaube ich, das Beste, weil die anderen lernen eh schon Killer-Attacken von alleine. Ich wundere, dass diese Flock kein Erdbeben kann, aber gut. Gut, Kopfnuss, weg. Und Relaxo lernt Erdbeben. Oh, Telefon, ich gehe jetzt aber nicht dran, ich habe keine Lust drauf. Ich mache jetzt keinen Stopp. Leck mich, Telefon. Und wer auch immer da anruft. Kann auch Obama sein, ist mir egal. Habe ich schon mal gesagt in einem Saphir-Part. Hilfe, ich habe Angst. Ja gut, dann sind wir fast im letzten Stock schon. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das in einer Stunde genau schaffen. Okay, hier ist der letzte. Der hat allerdings 5 Pokémon. Stopp, hast du einen Termin bei Boss? Ja, hier, steht hier in meinem Trainerpass. Termin bei Giovanni. Am 5.01.2011. Jetzt haben wir gerade 19:02. Habe ich 11 gesagt? 2012 meine ich. Meine Fresse, ich habe mich immer noch nicht ans neue Jahr gewöhnt. Und tot, was kommt jetzt? Ach, lauter so Luschen, ey. Oh Gott, geht mir das auf die Eier. Eier, ich sag ja. Eier, ja. Eier, ja. Eier, ja. Eier, ja. Jetzt werde ich zum Indianer. Lauter so voll Basis-Pokémon. Oh mein Gott. Nerv mich nicht, geh weg. Super, super, das sind doch keine Gegner. Keine Gegner für meinen Glurak. So, oh, Ratfratz, ich habe solche Angst. Das nächste ist wahrscheinlich ein Slimer. Glaube ich zumindest. Nur eine Vermutung. Rettern, okay. Hallo Rettern, du wirst hier niemanden retten. ja. Gut, dann stellen wir uns jetzt im... Na ja, gut, dann gehen wir in den zweiten Stock wieder. Und machen uns für den nächsten Part bereit. Vielleicht kriege ich die halbe Stunde noch genau drauf. Aber ich will jetzt diesmal nicht speeden, weil das sonst die Spielzeit verfälscht. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Wir haben noch 40 Sekunden. Na, hier geht's nicht lang. Wir müssen schon hier lang, um uns zu heilen. Puh, das wird spannend. Schafft Kevin LP es in einer halben Stunde diesen Part fertig zu machen. In den nächsten 20 Sekunden werden wir es wissen. Jetzt sind es noch 10 Sekunden, gut. 10, 9, 8, 7. Okay, im nächsten Part kämpfen wir gegen Blau. Bis dann, Servus.